200 Milliliter Weißweinessig, 350 Gramm Zuckersalz, 1 Esslöffel gelbe Senfkörner, 1 Esslöffel Koriandersamen, 6 Gewürznelken, 1 Zimtstange, 4 Lorbeerblätter, 900 Gramm bis 1,5 Kilogramm festfleischiger Kürbis, Klammer auf, zum Beispiel Hokkaido Butternut oder Muskatkürbis, Klammer zu, Essig mit 250 Milliliter Wasser, Zucker, 1,5 Esslöffel Salz, Gewürzen und Lorbeer aufkochen, Sud erkalten lassen. Kürbis in 2 bis 3 cm breite Spalten schneiden, schälen, Kerne und das faserige Innere entfernen. Das Fruchtfleisch in 2 bis 3 cm große Stücke schneiden. Die Stücke in den Sud geben und abgedeckt 24 Stunden bei Raumtemperatur ziehen lassen. Am nächsten Tag Kürbis im Sud aufkochen und in ca. 2 bis fest garen. Kürbisstücke in heiß ausgespülte, weite Gläser mit Wistaufdeckeln füllen. Mit dem heißen Sud begießen. Die Gläser sofort verschließen und für 20 Minuten umgedreht auf ein Küchentuch stellen. Umdrehen und ganz erkalten lassen. Hält sich ein Jahr.